Die Kombination zweier Eigenschaften zeichnet Styropor besonders aus. Hohe Belastbarkeit bei geringem Gewicht. Dieser Würfel hat ein Volumen von 1 Kubikmeter. Daneben finde sogar ich mich schlank. Trotz seiner Größe wiegt der Würfel aber nur 15 Kilogramm. Er ist zwar etwas sperrig, ich kann ihn aber trotzdem ganz locker aufheben. Und dieses Material soll besonders viel aushalten. Machen wir einfach den Härtetest. Hier haben wir eine 25 x 25 cm große Styroporplatte, auf der eine gleich große Holzplatte zur Lastverteilung liegt. Die Styroporplatte zeigt sich unbeeindruckt. Auf einer Fläche von 1 Quadratmeter könnte somit problemlos ein ganzer Mittelklassewagen stehen. Wussten Sie eigentlich, dass Styropor auch für den Bau von Straßendämmen verwendet wird, wenn schwierige Untergrundverhältnisse vorliegen? So ist etwa die Formel 1 Rennstrecke von Shanghai auf Styropor gebaut, da die gesamte Rennstrecke im Sumpfland errichtet wurde. Wie man sieht, sind diese weißen Platten nicht nur federleicht, sondern auch extrem stabil.